Mein Name ist Jürgen Ulbrich, bin 20 Jahre alt, nebenbei noch Student, aber eine große Passion ist klarerweise das Gründen. Ja, die Apple GmbH ist mittlerweile zum führenden Anbieter im Bereich Content-Apps für Unternehmen geworden. Und wie ich zum Gründen gekommen bin, früh angefangen mit verschiedenen Dingen, Programmierung, kreativen Dingen und irgendwann angefangen, eigene Projekte zu machen, dann Online-Magazin, dann YouTube-Kanal, das dann irgendwann verkauft und dann ging es weiter mit der aktuellen großen Firma. Und so bin ich eigentlich zum Gründen gekommen. Mein Mitgründer von der Firma Appful war damals eigentlich nur ein Kollegen, den ich kannte, der mir bei der App helfen wollte. Die App haben wir entwickelt zusammen. Dann haben wir festgestellt, viele andere Magazine wollen auch so eine App. Und dann kam die Idee, könnten aber einen Baukasten zu bauen für Magazine und Blogs. Und dann ging es doch ziemlich schnell und gut los. Und dann haben wir gemerkt, Unternehmen zahlen dafür nicht viel mehr Geld. Und wir haben festgestellt, wenn wir wirklich gute Apps bauen wollen, die Apps verbessern wollen, sind Unternehmen die viel bessere Zielgruppe dafür. Und viele Hürden kommen da klarerweise auf dem Weg zum Erfolg. Man wird beim Anwalt ein bisschen schief angeschaut, wenn man da irgendwie eigentlich recht jung eine Firma gründen möchte. Es gibt viele Sachen, die er selbst beibringen muss, die dir nicht irgendwie jemand erklärt hat. Also wirklich anders machen im Leben würde ich wahrscheinlich nichts. Würde ich viele von sich behaupten. Ich bin froh über jeden Fehler, den ich gemacht habe, weil daraus habe ich vieles gelernt. Früh beginnen, so früh wie möglich. Sich überlegen, was kann man eigentlich verlieren? Meistens gar nichts. Nicht Glück haben, sondern das Glück selbst machen. Sich was trauen und es irgendwie anders machen. Be bold, be different. Aber das, glaube ich, macht nicht nur dich unternehmerisch glücklicher und erfolgreicher, sondern auch im Leben allgemein. Das kann man in vielen Bereichen nutzen.